Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Ja, wir wollten ja dieses Skrüppchen hier vorne uns vorknüpfen. Das werden wir jetzt auch mal eben schnell machen und die mal so richtig auseinandernehmen. Ich bin ja mal gespannt, wie gut wir es schaffen, uns mit denen anzulegen. Hier, erstmal alle gefesselt. Dann kommt ein vereister Wind und anschließend ein Blitzsturm. Sodass wir die jetzt gleich schon erledigt haben, bevor sie uns erreichen. Haha, ich sehe es schon vor mir. Ja, kommt, näher. Ah ja, sind schon fast alle erledigt. Perfekt. Wumms. Tschüss. Wir haben also gerade eine ganze legendäre... Oh, wer schreibt mich dann schon wieder auf Facebook an? Wir haben gerade eine ganze heldenhafte Gruppe erledigt, ohne einen einzigen Lebenspunkt quasi zu verlieren. Oder fast keine Lebenspunkte. Ich glaube, so werden wir jetzt auch noch mit weiteren Gruppen verfahren. So, einmal hier. Die werden wir einmal komplett jetzt hier, zack, einfrieren, bevor ein eisiger Wind kommt. Und ein Blitzsturm. Zack. Ja, kommt her, meine Freunde. Kommt alle her zu mir. Kommt her. Yay. Kravums. Schneeorg. Glücksbringer. Okay, ist nur ein Schatz. Ich dachte, vielleicht wäre es ja wieder eine Sammlung oder so. Okay, haben wir die Gruppe also auch ausgelöscht. Gucken wir mal weiter, wo sind noch Gruppen. Dort ist nochmal wieder eine Gruppe. Vereister Wind. So, okay. Ach du Scheiße, die hauen uns jetzt gerade kaputt, weil ich jetzt hier mich ablenken lassen habe von Facebook. So eine Kacke. Ah, ja, das ist immer schlimm mit mir. Ich lasse mich so leicht ablenken von solchen Sachen. Wow, das war aber knapp. Aber wir haben es geschafft. Hehe. Haben wir den Orks ein Schnippchen geschlagen. Die dachten wahrscheinlich schon so, ey, jetzt haben wir dich voll... am Arsch und sowas alles, haben dich fertig. Machen wir dich mal schnell fertig. Und dann zack, in your face. Hehe. So, und vereister Wind. Jetzt können wir zumindest auch immer in aller Ruhe den vereisten Wind noch raushauen. Und gleichzeitig machen wir ja schon vorher immer ein bisschen Schaden. Also durch diesen neuen Zauber, den wir haben, ne? Diesen Fessel, einen Eisring. Meine ich jetzt. So, dich kriege ich auch noch fertig. Dann. Huch, was ist das denn hier jetzt für eine Kiste? Moment, das muss ich mir gleich mal angucken. Irgendwas muss ich ja mit dieser Kiste jetzt gerade auf sich haben. Oh, jetzt sind wir gefesselt von dem scheiß Ork. So, na bitte, sind wir doch ran. Verwenden wir die Kiste. Was ist das denn jetzt? Wetterschutz. Gegen Elementarschaden. Haben wir uns jetzt geschützt. Nicht schlecht. Ich meine, die Orks machen jetzt zwar keinen Elementarschaden, sondern physischen Schaden, aber ist ja generell, ist es prinzipiell ja nicht schlecht, wenn man so eine Erhöhung bekommt durch so eine komische Kiste. Eigentlich könnten wir uns ja mal den Ork-Schattenretter vorknüpfen, also diesen Boss dort vorne. Irgendwie habe ich jetzt nämlich gerade Bock drauf, den mal auseinanderzunehmen. Hüter des Zitadellentors. Hier einmal fesseln. Huch, der kommt schon selber an. Ja, dann muss ich dir ja jetzt gehörig die Fresse polieren. Oh, Grabesakrament. Wieso beschwert er sich Pets dazu? Fesseln. Na gut, immerhin, das Grabesakrament tötet sich selbst an mir. Das ist gut. Aber der macht verdammt viel Schaden, auch auf Entfernung. Das ist kacke. Wieso muss es ein Fernkämpfer sein? Scheiße. Wir rennen. Rennen! Schneller!
Schneller. Nein. Schütz mich, abstimmungsweise, schütz mich. Oh, Hilfe. Hilfe. Boah, widerstanden. Boah, was haben wir für ein Glück. Wie weit verfolgt er uns denn noch? Boah, jetzt abgehauen. Mein Gott, haben wir ein verdammtes Scheißglück. Mein Gott, wir haben ein verdammtes übergroßes Scheißglück. Muss man einfach so sagen. Das ist jetzt ja wirklich schon nicht mehr normal gewesen. Wir haben mit knapp ein paar wenigen Lebenspunkten haben wir nur überlebt und so. Knapp, knapp. So, gucken wir uns hier nochmal genau um. Die sind nochmal für Prügler und alles. Hier muss doch irgendwo dieses Dickicht der Gefangenen sein. Ist es vielleicht hier unter Wasser oder sowas? Ja, was heißt nicht unter Wasser, aber vielleicht gibt es hier irgendwo so einen geheimen Ort. Vielleicht ist es dort, nämlich in dieser Höhle oder so. Ich weiß ja wirklich nicht, wo es ist. Deshalb müssen wir wirklich jetzt jede Möglichkeit abdecken. Nein, anscheinend nicht. Ja. Mir gehen allmählich die Ideen aus. Merkt man mir vielleicht schon, ne? Grabenkelbschrecken oder sowas. Ja, aber ich wollte ja sowieso mit euch eigentlich Klopffolgen machen, ne? Fällt mir gerade ein. Aber hier ist erstmal wieder eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Einmal anklicken. Utilitarische Wünsche der Beschützer. Aha. Nehmen wir mal mit. Wir müssen ja hier ein paar Beschützer töten. Beziehungsweise Orks töten. Immer schön im Meisterschlacht mit benutzen. Ist ein starker Zauber gegen die Orks. Oh, erste Schlüssel haben wir sogar schon. Lalala. Unser Erfahrungstrank hält ja noch eine ganze Zeit. Ich glaube, Stufe 41 können wir ja noch erreichen, locker. In dieser Folge. Das schaffen wir, zeitlich. Und wenn die Folge dann ein bisschen Überlänge hat, scheiß drauf, ist auch nicht so schlimm. Da ist die letzte Folge dieser Aufnahmesession ist. Dam, dam, dam. So. Hier, nächster. Wir kloppen uns einfach mal hier durch die Orkmassen. Schnetzeln wir so ein bisschen uns durch. Auch wenn es keine heldenhaften Mobs gerade sind. Nächster, bitte. Ich meine, hier so ein Level 39er gibt auch fast 1% Erfahrung. Das heißt, wir müssen auch von denen eigentlich nur 100 Stück töten. Beziehungsweise jetzt sind es ja schon deutlich weniger. Sind ja nur noch 30, die wir bald töten müssen. Jetzt sind es nur noch 28. Man kann ja hier die Gegner schon fast wegzählen, die wir hier noch töten müssen. So. Okay. So. Und zack. Okay. Dann geht's mal weiter. Ja, boah, wir brauchen jetzt nur noch irgendwie 23 Gegner. Also es wird wirklich an der Hand abzählbar weniger.
die wir brauchen. Das erfreut mich, dass wir noch Stufe 41 zumindest halbwegs realistisch erreichen können innerhalb der jetzt nächsten Zeit. Nächster, bitte. Zeit für euer Ende, Eindringling. Hahaha, du bist ja immer noch ziemlich naiv. Hier, das ist mein Ende. Oha, wen beschützen die denn da? Das ist ja eine richtig dicke Gruppe. Oder? Ne, das sind nur die beiden jetzt gerade hier, ne? Okay. Einen fesseln wir, den anderen umhauen wir um. Oder den können wir ja eigentlich... Eigentlich können wir ja beide einmal kurz nochmal fesseln. So. Nur, dass wir dich hier ein bisschen länger bekloppen. Den dort hinten fesseln wir mal neu. Den hier müssen wir jetzt ganz schnell runterhauen. Ey, hier, Feuerball. Hopp, hopp. Dann schaffen wir es nicht. Und einen Feuersturm. Scheiße! So, scheiße. Damit, das wirft uns natürlich ein ganz kleines bisschen wieder zurück, was Erfahrung angeht. Das heißt, wir brauchen jetzt ein, zwei Moves mehr oder so. Scheiße. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, eigentlich müssen wir noch ganz in der Nähe sein, oder? Okay, wir sind hier wieder direkt vor unserem Lieblingsfreund, dem Schattenritter. Hauen wir hier ein paar normale Monster um, solange wir noch in der Erfahrung, in der Todeskrankheit sind. Nutzen wir hier solche Sachen wie den Meisterschlag mit, dann kriegen wir die auch locker weg. Orkhaut. Noch ein Schrottsammler. Hier, Feuerball verstärkt. Mit dem müssten wir es eigentlich packen. Ja. Jetzt sind wir jetzt schon fast wieder. Ja, ich habe natürlich jetzt auch wieder vergessen, mich ein bisschen zu buffen. Hier ein bisschen schnell Mana absorbieren, damit wir den hier eben umgehauen kriegen, nicht umgehaut. Was habe ich hier schon wieder für Deutsch drauf? Jetzt sind wir nämlich auch genau ganz voll. So. Einmal umhauen. Und dann gehen wir mal dort hinten hin zur Rache. Ich habe jetzt schon wieder richtig Rachegelüste gegen die beiden. Hier jetzt eben kurz waffen. Ich glaube, es dauert auch nicht mehr lange, bis wir unsere Rüstung mal wieder reparieren müssen, ne? Ja, 50% sind wir immerhin schon wieder angekommen. Ja, unsere letzten Gegner sozusagen werden gerade runtergezählt. Die drei, ne? Ja, die drei schnappen wir uns jetzt auch mal eben kurz vorher. So, einmal auf den vereisten Wind. Und einen Prügler hauen wir mal ganz schnell um. Nummer 1 ist nämlich dann schon direkt erledigt. Das ist perfekt. Zu zweit sind die nämlich nur noch halb so gefährlich. Ungefähr. Zack. Und nur noch einer. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auch eben diese Tour öffnen gehen. Dann haben wir nämlich auch wieder eine Quest fertig. Damit werden wir dann ganz schnell Stufe 41. Zack. Nochmal Alternativverbesserungspunkt. Perfekt. Perfekt. So. Hier hinten noch... Ja, den einzelnen Schrottsammler holen wir erstmal zuerst weg. Zack. Seidenschärpe. Ach, ein antiker Schatz einfach nur. Okay.
Ja. Ja, machen wir das am besten gegen die beiden. Ich glaube, ich mache es so. Ich fessel sie beide. Und einen schnappe ich mir gezielt. Erstmal. Mit meinen dicken Skills. Den kann ich jetzt ja auch wieder fesseln nochmal. Sodass der erste ist auf jeden Fall 15 Sekunden nicht dabei. Und den hier hinten habe ich jetzt schon erledigt. Wenn auch nur durch einen kritischen Feuerball. Jetzt sind wir nämlich im 1 gegen 1. Und da schaffe ich einen mit zwei Pfeilen hoch locker. Da ich ja im 1 gegen 1 auch Leute mit zwei Pfeilen hoch locker schaffe. Eisring halt. Ich habe jetzt ja immer zwei Versuche, jemanden zu routen. Und wenn er beiden wieder fehlschlägt, dann muss ich halt ein bisschen anders rangehen. So. Okay. Haben wir die also auch erledigt. Dann kloppen wir uns mal zurück zur Kiste, um dann Stufe 41 in Empfang zu nehmen. Also zum Leveln ist das eigentlich nicht schlecht hier. Man kann die Orks gut wegkloppen. Und mit so einem Erfahrungstrank gibt es ja auch richtig gute Erfahrung noch. Finde ich nicht schlecht eigentlich. Mit so ein, zwei Quests, die man dann so nebenbei hat. Immer ganz praktisch. So, dich haben wir jetzt auch gleich aus dem Weg geräumt. Genau, so. Na, habe ich jetzt einen Musikfehler eingebaut? Ja. Der hat jetzt für diesen Kampf gerade keine Musik im Hintergrund. Na gut, hatte er doch. Hat sich die Musik irgendwie so zweischichtig verteilt oder so. Next one. So, nächster. Ja, wir nähern uns der Stufe 41. Mit rasanten Schritten. Unglaublich rasanten Schritten. Das finde ich auch gut so. Allmählich ist mir nämlich langweilig, Stufe 40 zu sein. Ich möchte endlich diesen scheiß Eiskometen haben. Deshalb level ich ja hier auch so wie so ein Wahnsinniger im Grunde. Denn mit dem Eiskometen kann man nun richtig endlich mal loslegen. Vernünftig. Nächster. Ja, ihr hättet gehen sollen, dass ihr die Gelegenheit hattet. Tue ich aber nicht. So. Ein letzter Soldat noch, der sich uns in den Weg stellt. So, Kiste. Verwendet den Mietschlüssel. Zack, Stufe 41. Das heißt, wir haben in dieser Aufnahmesession schon wieder zwei Level gemacht. Ist das nicht genial? Das ist genial, finde ich. Da haben wir uns mal richtig reingehangen. Na, kommt was Neues? Nein, kein neuer Skill. Grummel. Okay, wir sehen uns schon in der nächsten Folge, sehe ich mich schon wieder weiterleveln. Doch erstmal ist Schluss für heute. Bis zur nächsten.